Musiker Iggy Pop im Morgenmantel. Oscar-Preisträger Robert De Niro beim U-Bahnfahren. Schauspieler Christoph Waltz in Zwangsjacke. Gesichter, die fast jeder kennt. Und doch offenbart sich in Martin Schöllers Inszenierungen immer wieder eine ganz andere, unbekannte Facette der Stars. Die Ideen zu haben, ist das Allerschwierigste, weil meine Ideen ja oftmals nicht so einfach umsetzbar sind und zum Teil auch viel von meinen Protagonisten verlangen. Deswegen muss man immer eine Idee haben, die wirklich, wo man das Gefühl hat, die Person macht es vielleicht, weil vielleicht sehen die sich darin selber wieder. Quentin Tarantino, Herr des kunstvollen Gewaltkinos, umringt von Friedenstauben. Martin Schöller liebt das Spiel mit den Klischees. Den Skateboard-Pionier Tony Hawk schickt er in die heimische Küche. Schauspieler Steve Carell, bekannt aus der Erfolgsserie The Office, als durchgeknallter Büroangestellter. Mit kleinen Tricks schafft es Martin Schöller, die Prominenten zu solchen Szenen zu bewegen. Bei so einem Schreibwarenladen habe ich noch ein paar alle möglichen Sachen eingekauft, ganz wild und blindlings. Hab angefangen, ihnen erstmal so kleine Aufkleber ins Gesicht zu kleben oder dass er auf einen Bleistift rumkaut oder so langweilige Ideen. Und dann ist der Pressesprecher aufs Klo gegangen, habe ich die Tesafilmrolle rausgeholt und gesagt, Steve, bleib mal, halt mal still, das Kleber und ihm schnell im Kopf gewickelt. Und er meinte nur so, Martin, are you sure this looks good? Und er sagt, ja, Hotel, looks great. In der Berliner CWC Gallery zeigt Martin Schöller derzeit einen Querschnitt aus 15 Jahren Arbeit. Mehr als 60 Werke, darunter Bilder, die auch eine ganz sinnliche Seite des Fotografen betonen. Im Bereich der zeitgenössischen Fotografie hat er mit seinen Arbeiten wirklich einen Meilenstein in der Fotokunst gelegt. Sowohl von der Farbigkeit, aber auch von der Komposition seiner Arbeiten. Dass Porträts bei ihm keine starren Grenzen haben, wie vielleicht noch vor 20, 25 Jahren in der klassischen Fotokunst, sondern dass er die Grenzen gebrochen hat der klassischen Fotokunst und halt mit Inszenierungen und mit indirekten Charakterisierungen Porträts erschafft. Mit diesen ausdrucksstarken Nahaufnahmen aus der Serie Close-Up wird Martin Schöller 2005 bekannt. Seine Porträts schaffen es in die großen US-amerikanischen Magazine. Die Herangehensweise erleuchtet die Gesichter mit Neonlicht aus, ein Markenzeichen von Martin Schöller. Bei jedem von diesen Close-Ups geht es mir darum, einen Moment einzufangen, in dem sich die Person nicht hundertprozentig bewusst ist, dass sie fotografiert wird. Also ich spiele Musik, ich rede auf die einen wie ein Wasserfall, die beantworten auch manchmal meine Fragen, ich versuche sie zum Lachen zu bringen und fotografiere die ganze Zeit dabei, um so einen Moment einzufangen. Oftmals, wenn sie gerade aufgehört haben zu lachen oder zu schmunzeln und wieder ein bisschen ernst reinschauen, aber das Gesicht noch nicht wieder ganz runtergerutscht ist oder sie nicht schon wieder irgendwie eine Fassade haben oder lächeln. Vor 2 Jahren sorgt Martin Schöller mit diesen Bildern für Aufmerksamkeit. Porträts von Zwillingen. Als ihn die Zeitschrift National Geographic damit beauftragt, ist er zuerst skeptisch. Als er die ersten Polaroids nebeneinander liegen sah, wurde es auf einen Schlag, fand ich, ist total spannend. Warum hat der eine Falten und der andere viel weniger? Hat der eine geraucht? Hat der andere mehr Alkohol getrunken? Hat der eine mehr in der Sonne? Es wurde auf einen Schlag viel spannender als einfach nur, guck mal hier, da sehen sich 2 Leute gleich aus. Der Ansturm zur Ausstellungseröffnung in Berlin ist groß. Inzwischen ist Martin Schöller nicht nur in den USA, sondern auch in Europa einer der gefragtesten Porträtfotografen. Berühmte Leute natürlich faszinieren immer, aber da gibt es auch andere große Fotografen, aber die Inszenierung mit den Leuten ist sensationell irgendwie. Es ist toll, seine Arbeiten hier zu sehen. Ich habe viele Bücher von ihm zu Hause. So, I really enjoyed a lot. Auch wenn man Bilder schon mehrmals gesehen hat, denkt man, oh, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Also es ist schon spannend. Es heißt, manche Stars hätten Angst vor Martin Schöllers Shootings, auch weil sie normalerweise kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Fotos haben. Aber dennoch wollen sie fast alle vor seine Linse.